Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die in the Mod War of the Warcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Fünfter Tag in 7 Days to Die und fünfter Tag während meiner Ausbildung heißt Freitag. Juhu, Wochenende. Und ja, wir wollten es ein bisschen aufräumen. Ich habe schon mein Inventar so ein bisschen geplättet, nennen wir mal geplättet. Also ich habe hier alles ein bisschen verteilt. Sehr großzügig, die Indianerkiste freut sich. Alles so ein bisschen verteilt, alles so ein bisschen sinnlos hin und her geschmissen. Ich versuche gerade so ein bisschen zu sortieren, weil im Schrank sollen ja Waffen liegen. Das wird ja am meisten Sinn machen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen aufräumen, weil hier ist wirklich viel zu viel Zeugs drin. So, guck mal, Kaffee. Okay. Waffe, Munition, 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 Waffe, Waffe, Munition, Waffe. So. Und es sammelt sich so langsam Waffen und Munition. Und ja, warum fange ich immer so früh an? Ja, das ist ein Problem, ne? Die Zeit verläuft ja so langsam und ich will nicht immer bis zum Tag warten. Dann nutze ich die Zeit dann immer gerne für Kommentare zum Beispiel. Das funktioniert ja momentan ganz gut, ne? Der Mickel. 2508. Mickel 2508. Hat mir vor 54 Minuten geschrieben, hi, in der Apachenkiste hast du ein Werder in 44. Ich weiß nicht ganz genau, was du damit meinst, muss ich sagen. Du meinst eine Machete? Nein. Das ist, also du weißt wahrscheinlich genau, was das ist. Ich habe wahrscheinlich nur deswegen, weil ich die vertauscht habe, ne? Also die bessere Qualität. Also es ist halt nur ein blöder Erntetool, ist keine Machete, ist Schrott. Aber ich glaube, der Mickel, der weiß ja ganz genau Bescheid. So, folgt mal Kutscher. Hi Tim. Der Bunker ist wirklich klasse, für deine Zwecke hervorragend geeignet. Tim, du weißt auch, dass man aus zwei gleichen Sachen Waffen eine bessere herstellen kann. Deswegen immer schön alle Waffen mitnehmen. Würde alle Betten zerlegen, um so mehr Platz im Bunker zu haben. Ja, reg dich nicht auf, spiel dein Spiel. Mache ich auf jeden Fall. Ziel ist Ziel. So, wir wollen überleben und wir wollen verdammt gut überleben. Der Mr. Snake hat geschrieben, hier mal ein paar Tipps. Die weißen Tabletten sind nutzlos, außer du willst durstig werden. Man bekommt durch die weißen Tabletten aber HP. Und ich sehe gerade, ich bin infiziert. Mein Gott, musst du in jede Folge mit einer Infektion anfangen? 96 wieder, okay. Besser als damals, ne? So, aber mit den weißen Tabletten bekommt man auch ein wenig HP wieder. Also so nutzlos sind die nicht. Ne? Und Durst kriegen ist gar nicht so schlecht. Dann dürfen wir nämlich, glaube ich, hier Honig saufen. So, Essen ist wäre jetzt gleich um 4 Uhr so meine höchste Prämisse. Wir haben ja Pfeile hergestellt in der letzten Folge. Und zwar 108. Pfeile taugen jetzt nicht so viel, aber es ist natürlich eine geile Waffe auf Entfernung. Heißt also, wir müssen nicht immer mit jedem Zombie jetzt halt mit der Keule kämpfen. Das stimmt, es ist ein bisschen sehr dumm. Der Mr. Snake Home hat weitergeschrieben, der große Hammer kannst du auch als Waffe verwenden. Leider weiß ich nicht, ob das in War of the Walkers Mod auch so ist. Einfach mal die Eigenschaften davon anschauen. Falls du das Rezept der Machete findest, kannst du mit ein wenig Leder auch aus der Klinge eine vollwertige Machete herstellen. Alles klar. Nadine schreibt kein kleiner Heilungstipp. Lege dir am besten immer Bandagen, Heilbandagen in den Gürtel, damit du schneller darauf zugreifen kannst, wenn es mal eng wird und eine Blutung hast oder ähnliches. Das ist eine sehr gute Idee. Es wird jetzt amtlich, da wo dieser blöde Wörter ist, guck, wir werfen jetzt raus, Schrotthaufen, wird es für immer und ewig der Nummer 8 Slot ein Medikamentenslot sein. Dankeschön, Alinchen. Er wird jetzt, Nummer 8 ist jetzt, es komme was wolle, der Medikamenten-Slot werden. Du kannst auch Rezepte, die du schon gelernt hast, beim Händler verkaufen, um Geld zu machen. Okay, Leder kannst du ganz gut, wenn du Lederkautschen zerklopst. Alles klar, Lederkautschen haben wir genug gesehen. Dankeschön, Alinchen, auf jeden Fall. So, ich komme jetzt. Oh, ich kann sogar scrollen im rechten Monitor. Gruselig. So, Trajo schreibt, Skill doch laut Laufhorst Lauf. Du beschwerst dich doch immer über die wenig Ausdauer. Freue mich auf weitere Folgen. Auf jeden Fall werde ich das skillen, aber ist momentan halt ein bisschen tricky. Weil man sich doch so schwer diese Punkte jetzt aussucht, ne? Gartenhack aus Eisen, Kornseeds. Das sind Rezepte, die man lernt, aber die bringen mir noch nichts. Oh, das finde ich so interessant, ne? Vor allen Dingen am Anfang. Oh, ich will das aber nicht investieren. Wisst ihr was? Nur experimentell lernen wir jetzt einmal das Birdness Tree Ding. Das interessiert mich wirklich einfach massiv. Okay, den darf ich aber nicht in der Hosentasche herstellen. Der braucht ein Pine Seed, der braucht Dünger und das. Braucht er wahrscheinlich immer. Okay.
Wir müssen eine Werkbank herstellen, sehe ich gerade. Toll, gut gelernt, Tim. Super. So, wir haben 2:55 Uhr. Zudem hat der Waderdingsbus natürlich wieder was geschrieben. Dankeschön dafür nochmal. Tipp, Performance verbessern, durchs Schatten runterdrehen. Dann flackert das Bild an, auch nicht so komisch an manchen Stellen. Der Konsolenfehler hängt mit dem Zombie-Spawn zusammen. Tim, hast du die Mod inklusive Zombie-Skin-Mod aussehende Zombies geladen? Ich habe das ja über Mod-Launcher gemacht, also ich hoffe ja. Zum Leveln, spar dir Skillpunkte und versuch dich auf die Class-Quest zu konzentrieren, bevor du auf Erkundung gehst. Durch die Quest bekommst du auch bessere Loot, zum Beispiel Goldmacheten. Achte vor Abschluss einer Quest auf mindestens 6 freie Inventar-Slots. Weiter so, läuft doch gut für den Anfang. Tatsächlich, Dankeschön. Dankeschön, Walter Dingsbums. Ich werde darauf achten, du hast recht. Die Slots müssen frei sein. Wenn die Quest dann fertig ist, dann ist sonst kommen die Sachen nie an. Iceward hat geschrieben, morgen Timmy, kleiner Tipp. Obwohl du schon lange spielst, nimm alle Stühle mit, die du finden kannst. Schneller kannst du kein Holz kriegen, und wenn du sie zerlegst. Und nee, da gibt es auch Ledercouch. Also wie gesagt, Nadinchen und Iceward wollen unbedingt, dass ich Ledercouch schon verprügel. Machen wir herzlich gern. So, 3, 2, 1 Uhr. Hier ist zu... Hier ist eigentlich nichts passiert drin. Wir haben nicht gekocht, aber ich habe noch Kochtöpfchen. Guck mal, 2 Kochtöpfe, ob man da besser kochen kann. Ich glaube aber nicht, ne? So, wir haben 4 Benzinfässer. Wir können noch mal ein bisschen aufräumen. Ich habe ja noch Platz. Einen davon. Das kann hier weg. Brauche ich nicht. Das leuchte ich gerade. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Das kann weg. Das kann weg. Wie gesagt, das ist noch sehr unsortiert. Die Betten werden gleich rausgekloppt. Und wir müssen noch den Loot von der anderen Ecke holen. Wo die kann ich eigentlich lesen, ne? Die Quest. Gather the materials need to craft first aid bandages. Akzeptieren. Machen wir wahrscheinlich aus Versehen nebenbei. So, weiter sortieren, sortieren. Also alles, was wir zum Crafting gerade brauchen, wir haben ja schon Mechanical Parts. Juhu! Ist eigentlich eine ganz coole Sache, ne? Jetzt will ich eigentlich nicht... Ist das schon hell draußen? Nee, ne? Also es wird gerade hell. Die Betten zerkloppen, aber ich habe gar keine... vernünftige. Oh komm, nehmen wir die Steinspitzhacke. Das geht ja auch einigermaßen schnell. Wir müssen ein bisschen auf die Ausdauer achten. Das ist so ein kleines Manko, was ich noch habe. Vergesse ich immer ganz gerne. Schade, die Kisten stehen total doof da, ne? Mitten im Raum. Müssen uns das überlegen. Betten brauchen wir nicht. Wir können ja nicht drauf schlafen. Also, Jacke wie Hose. So, jetzt müssen wir eine Werkbank finden. Das wäre auch noch top. Irgendwo habe ich aber Essen reingeschmissen. Erstmal sortieren lassen. Schießpulver kann man nie essen. Öl auch nicht. Kaffee kann man, das kann man essen. Na toll. Nee, essen. So. Ein rohes Ei esse ich nicht. Boah, das gibt richtig Fett. Nein, Quatsch. Gibt gar nichts. Wir dürfen raus. Trinken. Also wenn euch das stört, dass ich so früh anfange, ist es momentan das Problem mit meinem Lehrgang, dass ich halt sehr spät noch die Folgen aufnehme. So, den Bogen haben wir auf 25. Mir fehlte, glaube ich, Holz, ne? Dann hole ich mir ein bisschen Holz. Dann bauen wir mal einen neuen Bogen. Mal gucken, ob der ein besseres Level hat. Wir haben ja ein bisschen geskillt, aber Waffen bauen habe ich nicht geskillt. Ich glaube, wir werden einfach nur einen eiskalt 25er Bogen bekommen. Und oh, nö, man, immer finde ich diese Scheißkisten. Die ganze Arbeit für die Katze dann. Oh, irgendwas haben wir da freigeschaltet. Mann, ich treffe die aber auch instant, ey. Richtig gut. Oh yeah. Level up. Das ist das falsche Werkzeug. Naja, sind schon große Schritte, die man macht. Aber ist ja jetzt egal. So. Bin ein bisschen müde, kaputt. Heute war in der Schule dran. Boah, das war ein englisches Wort. Das kann ich gar nicht mehr nachgeben. Das konnte ich aber gut. Also heute fühle ich mich sehr wohl, dass ich aus der... Schule gekommen bin, aus dem Lehrgang und sicher sogar ein bisschen. Deswegen habe ich heute richtig gute Laune gehabt nach dem Lehrgang. Das ist nicht so typisch bei mir. So, den letzten Tagen war ich immer sehr verunsichert. So, jetzt müssen wir ein paar Couchen finden, ein bisschen Kram. Also die Pfeile, ne? Also dieses Fadenkreuz. Ist der letzte Rotz. So, eine Couch. Ich würde sagen, eine normale Wohnung. Jetzt nicht so ein Laden. Einmal abfahren.
Ich hoffe, das reicht, wenn wir mit der Axt drauf rumknüppeln. Dann kriegen wir ein bisschen Leder. Denn wir brauchen den Blasebalg. Also das erste Ziel wäre heute tatsächlich, einen Schmelzofen zu bauen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wir dürfen natürlich nicht den direkt zu Hause bauen, weil das wieder diese Schreizombis anlockt. Ich weiß nicht warum. Wie ein Roboter. Muss ich jetzt einmal hier gucken gehen? Steht doch eine, oder? Ja. Eine. Nicht ein näher. Verlass ihn hier auf dein Auge. Hat keinen Sinn hier. Was? Guter Schuss, Tim. Oh. Nein! Hör auf. Hallo. Also, eigentlich haben wir auch schon die Armbrust gelernt. Aber die kostet halt so viel. So, wieder alles mitnehmen. Gnadenlos. Lightbubble Socket. Okay. Und eine Uhr. Eine analoge Uhr. Super. Also es gibt super komische Items, ne? Aber ich glaube irgendwie, dass das Quest-Items sind. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube schon, dass das irgendwelche Items sind, die wir später abgeben müssen. An irgendwelchen Händlern oder was weiß ich was. Zack. Da wird wohl der Lederkotsch beherbergt sein. Ich flitze mal ganz fix rein. Ganz ruhig. Was soll das denn? Oh, glücklich sein. Ich habe schon gerechnet, ich sterbe schon wieder. Ich weiß schon. Kurz im Stille-Modus. So die nicht ganz so nutzlosen Pillen. Ich finde sie eigentlich ganz nutzvoll. Ich habe schon einen Kratzer, der sich wieder infizieren wird. So, hier haben wir eine Couch. Ich hau mal mit der Axt drauf rum. Ja, es gibt Leder. Nicht viel, aber es gibt Leder und Holz. Wie gesagt, wir wollen den Blasebalg machen. Ich brauche mal eine Kopfbedeckung, also die wir mitnehmen. So. Ich bin auch wieder einfach reingerannt, ne? Ohne zu gucken. Kühlbox, kein Bier. Mann. So, das ist gekauft. Das wird zerlegt. Ganz konzentriert und ruhig gehen wir diesmal in dieser Staffel an eine Sache ran. Ganz geil wäre, wenn wir... Warte mal, einen Blasebalg bauen dürfen. Und zwar brauchen wir noch ein Metallrohr. Ne, wir brauchen noch ein bisschen Leder, aber das würden wir hier finden. Und ein Metallrohr. Ich glaube, das kann man nur einschmelzen. Also wir müssen einfach Glück haben, das finden. Anfangs sehr schwer. Obwohl, man kriegt die doch aus der Autos aus rausgeprügelt, oder? Immer so eine komische Schale. Man, mal zu schnell wegdrücken. Und Stühle. Ich nehme diesen Tipp auf jeden Fall mal wahr. Der ist wirklich gut. Denn die Stühle können wir zerlegen. Und das gibt, gucken wir mal, 13 Holz. Ne? Also immerhin. So, noch eine Couch. Da ist noch eine Couch. Da liegt noch ein Herr Cowboy-Zombie. Ja, wunderbar. Und die Skillung geht immer höher und höher. So. Es ist auch dunkel, sorry. Oh, ein Jagdgewehr. Nehmen wir gerne mit, auf jeden Fall. Ich müsste jetzt 20 mal Leder haben. Gut, genau 20 sogar. Wie gesagt, das Rohr. Später ist so einfach, dieses Rohr zu finden. Ups, ich habe eine Blume aufgenommen, wollte ich gar nicht. Oh, lecker Pflaster. Aber das jetzt noch zu finden, ist dann wieder ein bisschen tricky. Mein Gott, was ist denn hier los? Ah, nehme ich auch mal mit. Corn Seeds lassen wir da. Stühle. Werden sehr stuhlfixiert sein. Dann zerlegen wir sofort zu Holz. Obwohl die auch selber brennen, ohne dass man sie zu Holz zerlegt, das weiß ich. So, dann haben wir eine zweite Etage. Mein Gott, das ist aber ein Holz in das Holzhaus, ne? Oder Rucksack. Oh, nehme ich mit. Brauchen wir später. Brauchen wir jetzt noch lange nicht, aber wir brauchen sie später. Mal gucken, ob er so einer Bube macht.
Nein, eigentlich nur eine Tasche. Ich sehe dich. Muffiger alter Rucksack. Oh, verdammt. Also das ist eine ziemlich geile Bude. Ziemlich aus Holz. Ich wünschte, man könnte wie bei Minecraft, würde ich gerade sagen, aber tatsächlich kann man ja Feuer machen und Holz brennt dann. Hier so richtig Ramazamba mit Feuer machen. Kein Zombie in Sicht. Boah, ist das für eine Tasche gewesen. Aber leer. Ah, Aloe-Creme kann erstmal liegen bleiben. So, jetzt ein Rohr finden. Das ist tricky, wollte ich gerade sagen, aber wenn ich jetzt mal gucke. Kurzes, aber das dürfen wir nicht selber machen. Fertig. Wir dürfen ein kurzes Eisenrohr herstellen. Alles klar, ich habe nichts gesagt, brauche eingeschmiedetes Eisen, haben wir schon gefunden. Hätten wir das noch nicht gefunden, hätten wir nicht machen können, aber ich bin gerade etwas glücklich. So, wie hieß der Blasebalg, ne? Blase. Brauche jetzt gar nichts weiteres mehr. Wir dürfen den fertigen. Genial. Das heißt, es fehlt nur noch ein kurzes Eisenrohr, können wir bauen. Lehmklumpen und Stein. Ich hatte eine Schippe. Habe ich die jetzt weggelagert? Wir brauchen 50 mal Lehm, 50 mal Stein. Habe ich ja, kein Problem. Ich hatte eine verdammte Schippe. Habe ich aber wahrscheinlich zu Hause. Ne? Dann holen wir uns Lehm ganz schnell. Bauen uns, wo ist mein Heim? Da. Ganz fix, aber diesen Ofen. Und dann haben wir schon mal Sachen zum Einschmelzen für da drin. Und er kann schon mal arbeiten. Dann haben wir schon mal Ressourcen. So, der Affentittengeile Bunker. Ich darf Affentittengeil sagen. Oh, das war tief. Es ist der geilste Bunker, den ich je gesehen habe. Völlig unsinnig klein, aber das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So, jetzt müssen wir mal nach der Schippe gucken. Ne, Bleie und sowas. Dann haben wir eine Ressource weniger. Ich erschrecke mich immer wieder wegen, dass er in der Steinschaufel war. Da ist er doch. Mein Medizinslot wird nicht verschwendet dafür. Das werfen wir raus. Wir dürfen ja zwei Sachen. Warte mal, so. Schneller Wegpunkt. Buddeln wir mal ganz schnell nach. Auch interessant, ne? Ah, egal. Obwohl, das sieht auch schon nach Lehm aus. Die Temperatur. Müssen wir unbedingt was mit Kleidung machen? So, ich müsste mich jetzt ziemlich da befinden, wo Lehm ist. Sieht man sogar schon. Autsch. Das ist Lehm. 8, 15, nochmal 8. Das dürfen eigentlich schon 50 sein, also 70 schon. Kurzes Rohr. Das zu bauen, ne, ist eigentlich sowas von Materialverschwendung. Man findet das später so oft. Aber nein, Arschlecken, du findest das nämlich gar nicht mehr, ey. Am Anfang, Forge. So, der dauert seine Zeit. 30 Sekunden und... Blute. Pff. 4 HP. Mann, ey! Mann, gegen die Tiere hast du keine Schnitte, ey. Es geht mir so auf den Sack. Oh, fick dich, du Kackviech. Mann! Oh, fick dich, du Hund, ey. Mann, ich krieg mich darüber auf, ey. Der kommt doch aus dem Nichts. Da kann man doch gar nichts gegen tun. Ich hätte jetzt zweimal treffen müssen. Das wär's gewesen. Ich habe nur nicht getroffen. Die Umgebung wird erstellt. Das riecht mich jetzt auch auf. Warum wird die erstellt? Ich bin doch in der Umgebung. Oh, Mann! Ätzendes Spiel. Also man gibt sich doch auch große Mühe und dann kommen so Pisssachen immer dazu, die dich einfach nur nerven. Es ist nervt einfach nur. Baut er den Ofen noch oder hat er den? Jetzt hat er den nicht gefertigt, der ist klar, weil er gestorben ist. Wie soll er auch was fertigen, wenn er stirbt? Habe ich denn nicht eine Schrotflinte eingesammelt, damit ich jetzt wenigstens was hab zum Hinlaufen? Da oben. Was, ich hätte die ganze Zeit die Schrotflinte auch in der Hand haben können. Wäre ja gar kein Problem gewesen. Es ist auch nicht so schlimm zu sterben, um Gottes Willen, nein, aber das ist halt super, 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 super nervig, weil man da einfach nichts gegen machen kann, so auf die Schnelle. Okay.
Okay, hallo Horde. Wir werden ein bisschen skillen. Wo bist du, Rucksack? Da. Scheiße, muss das eine Horde sein? Also jetzt im Ernst? Muss das denn jetzt sein? Kommt mit. So, ganz fix looten. Müsste zeitlich fast passen. Wow! Okay, Flitzerbogen raus. Na, 25er Flitzerbogen. Wow! Nase juckt. Ich drück falsch. Okay, irgendwie bin ich nicht interessiert, jetzt meine Pfeile zu verschießen. Das habe ich aber mehr als Glück gehabt, ey, teilweise. So, puh, ja, wieder mal ein nutzloser, dummer Tod. Ach, ich könnte mich so aufregen, aber diese... Also, Hunde sind das Letzte hier im Spiel, ne? Ob sie leben oder Zombies sind. Das ist einfach totaler, sinnloser Scheiß, dass sie stärker sind als ein Zombie, ne? Warum töten die mich denn mit zwei Schlägen? Ich komme nicht weg. Also, du kommst nicht weg. Das Stunnen ist zu übertrieben. Und wieder infiziert. Das fängt schon wieder an jetzt. Ich werde wieder aggro, sorry. Wo ist das dumme Pflaster? Ach, war mein Medizinslot. Ich nehme das Pflaster direkt. So. Man muss ja nicht jetzt alle Zombies versuchen zu legen, aber es ist halt schön, Skillpunkte zu machen. Wenn das Fadenkreuz funktionieren würde. Was? Hab ich ihn dahinter getroffen? Oh, ist das behindert. Man schießt voll auf den Bienen aus einem Meter Entfernung und du triffst ihn nicht. Na gut, das ist natürlich zu viel Gewackel. Tada! Man hat den Eindruck, wenn man dabei nach vorne läuft, dass die besser umfallen. Na, versuch was wert. So. Jetzt gibt mir Loot. Jetzt lasst mich doch nicht euch umsonst da. Oh gut, danke. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen wollte. Den Ofen habe ich gebaut. Jetzt haben wir den hier. Den Ofen könnten wir, der wird mir ja nicht zerknüppelt von den Zombies, ne? Können wir hier schön in der Ecke stellen. So, ich versuche mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Sorry, wenn ich mich zu doll aufreg. Ist halt, ein Hund kommt und du kannst 10.000 Zombies töten, aber ein blöder Köter kommt und du bist down. Wir haben schon zwei Taschenlampen, sehe ich gerade. Habe ich nicht einen Ofen gebaut? Bin ich denn blöd? Hallo? Ich sehe nicht. Da. Okay, du kriegst jetzt mal Holz. Was? So lange? Und dann kriegst du die ersten Sachen mal zum Schmelzen, mein Guter. Eisen. Was aber wirklich nicht gut. Clay hatten wir auch noch da. Ist ja nicht viel. Bronze. Was, wir füttern den jetzt immer so mit der Zeit. Vielleicht sollten wir uns noch einen bauen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Damit wir wirklich mal so gut sind, dass wir auch zwei Öfen haben. Das hatten wir noch nie. In den letzten Staffeln jedenfalls. Ja, ich achte darauf, dass er halt nicht hier drin steht, damit er uns die ganzen Zombies nicht anlockt. So, dann haben wir jetzt nochmal Eisen irgendwo. Tanksten, das brauchen wir doch lange nicht. Leider. Da 541 Taler. Ich mache jetzt mal sicher jetzt aber die Tür zu. Hat der Ofen erstmal zu tun, oder? Der brennt jetzt noch ein paar Stunden. Das werden ja auch nur 500 noch was Eisen. Also viel ist es ja gar nicht. Er braucht halt nur eine Sekunde immer pro.
Dann haben wir wenigstens schon mal die Sachen da drin, die wir brauchen. Gut. Ofen ist hergestellt. Wie gesagt, ein zweiter wäre noch richtig geil. Ich brauche dann nochmal zweimal kurzes Rohr. Kurzes Rohr. Leder. Lederfetisch. Zappeli, zappeli, zapp. Steineaxte. So, denn dann liege ich in Slot, der bleibt jetzt auf jeden Fall 8. Das ist jetzt der Slot für Medikamente. Oh, warum versuche ich es überhaupt, ne? Also wirklich. Haust du da lieber eine Tür kaputt? Selbe. Von innen nochmal zugenagelt. Die Tür abgeschlossen und nochmal von innen zugenagelt. Wer hätte das gemacht? So, gut. Wie gesagt, ein Helm oder irgendwas wäre jetzt mal richtig geil. Ich sehe nämlich nicht. Oh, das ist ein Shop. Tanzen. Ich sehe gar nichts. Also, sorry. So gut wie nix. Ich seh nur schwarz. Da kommt ein Schwarz. Ich weiß nicht mal, was das für ein Zombie ist. Auf jeden Fall ein Zombie, der nicht viel ausgehalten hat. Gott sei Dank. Ne, das ist Bronze. Methic, meine ich natürlich. Alter, was ist das dunkel? Wir brauchen dringend eine Kopflampe, ey. Aber ich habe keine, auf keine Item eine Lampe machen, außer auf mich selber. Ey, was ist das für ein. Eine Wildwestbüro hier. Ah, boah. Leder Paradise. Hauptsache, da ist kein Zombie zwischen. Also ich will auf jeden Fall zwei Öfen diesmal haben. Der eine muss erstmal, der wird erstmal überfüllt. Mit Massen an Scheiße. Und wenn wir die Sachen brauchen, haben wir sie auf jeden Fall. 54 mal Stoff, Leder 16. Wow, krass, ey. 16 mal Leder erst. Bam, 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 bam. 20 Leder. Ich schau mal Forge. Ist immer für mich einfacher. Zwei Rohre. Ich brauche da nur eins. Ne, Blaseball. Quatsch. Fertigen. Wieder raus hier, ey. Ist so dunkel. Slipperin. Nee, Schierlederin. Unser wunderschönes Zuhause. Okay. Aufgeräumt haben wir drin. Optimiert ist das Gebäude noch nicht. Hier sollen noch überall Stacheln rumrum. Das wird noch ein bisschen tricky. Hey, Schierlederin. Die zappelt aber auch mega, ne? Und fällt schnell um. Okay. Zack. Die grüne Chili darin. She-Hulk. So. Blaseback sollte jetzt safe sein. Jetzt müssen wir nochmal nach Forge gucken. Forge. Der möchte noch haben Clay. Ja, Clay ist es. Clay kriegen wir hin. Ach, ist das kompliziert. Herr Zombie. Herr Zombie. Also Krabbeln sind die echten Klacks. Ne. Direkt ein. Wow. Was man findet in denen, ne? Meistens nix und dann findest du so ein übelstes Endrezept drinne. Ich bin so gespannt, wie die angewendet werden. Was sie von uns verlangen. Oh, Dickwurst. Der hat Power. Wir haben nur 44 Pfeile. Und fall auch mal einfach instant um. Das wäre nochmal eine Option, Dicker. Naja, der fällt nie um. Boah, das war der vierte Headshot hintereinander. Fünfte. Ja, der ist so dick, der. Da ist das kein Problem. Oh, da war der Fall daneben. Und jetzt kriegst du den Heli, Alter. Was? Zwei nochmal. Aber dafür gingen wahrscheinlich mehr HP, ne? So, XP mal, nicht HP, ist ja das, was ich besitze. Hier ist nochmal Zeugs. Oh, Lag, sorry. Performance-mäßig, ja, die Schatten, ich werde mich da mal kümmern.
Aber eigentlich müsste es mal Rechner hinbekommen. Das wird wohl eher an dem Mod liegen. So. Fertig. Das ist der zweite Ofen. So. So richtig effektiv geschafft haben wir noch nichts. Aber ist nicht so schlimm. Ach, wir waren schon ziemlich effektiv. Mit den zwei Öfen ist das schon mega. Na, der braucht jetzt nur 5 Sekunden, dann ist er safe. Da wird wahrscheinlich hier oben spawnen. So. Du würdest gerne Holz haben wollen, ich weiß. Du kriegst aber nur Stühle. Und zwar finden wir Share. Oder habe ich schon. Nee, Quatsch, ich habe die immer zur Holzfarbe. Der Blödsinn. 13 Minuten ist auch eine gute Zeit. Du kannst schon mal Steine verpulvern. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles in ein. Also, dass wir so mischen. Tanksten. Wir könnten auch schon Tanksten reinkloppen. Wird ja Sinn machen, da haben wir später genug. Ist nur die Frage, wie lange wir standorttechnisch hier verweilen. Nein. Ist damit aus? Brennt noch eine Blume? Jawohl. Nein, die brennt nicht. Wer braucht denn eine Blume? Hallo. So, zwei Öfen nebeneinander werden wahrscheinlich noch mehr Zombies anlocken, aber ich glaube, das Ding hier ist mordsicher. Mordsgut. Cool wäre, wenn wir jetzt noch ein bisschen was so schießen uns würden. Irgendein Wildtier, weil ich müsste auch langsam anfangen zu brutzeln, was Essen betrifft. Aber jetzt suche ich wieder ein Tier und es wird keins da sein. Pharmacie haben wir schon durchgefarmt. Ich habe noch zum Anfang was gesagt, oder? Irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe schon wieder vergessen. Nochmal so ein Ding? Also, wie viel gibt's denn davon? Also, ehrlich. Also, werfe ich mal. Nee, werfe ich nicht raus. Komm, reparieren. Ist kein Stream. Holz fehlt, ne? Dann fehlt. Wir haben nur noch Holz. Und was? Wir sollen da fehlen? Ist kaputt. Na gut, wir nehmen halt die Krüppelaxt. So. Mann, ich habe noch nichts Wertvolles gefunden, ne? Das ist so deprimierend. Und da kommt ein Hund töten. War gar nicht der Plan. So. Aber ein bisschen Geduld. Fertig ist die Geschichte. Das ist, glaube ich, Graskleidung, die wir uns anziehen würden. Die beste, effektivste gegen für Kühlung. Ich glaube, ich werde gleich einfach mal mir einen kompletten Grasanzug machen. Nur so aus Sinnhaftigkeit. Aber du warst nicht gemeint. Meine Frau sagt, macht einen Daumen hoch. So, zack. Ausdauer, Keller. Und was bist du? Eine Radkappe, wow. Aber ein Stoffhandschuh. Where? Verkaufen, Kettensägenteile, Electrical Part 1. Na gut, das hat sich fast gelohnt. Das war ganz in Ordnung. So, kann ich jetzt das, die Steinaxt. Ich könnte mir auch eine neue bauen. Das ist ja eigentlich schon fast Schwachsinn. Eiserne Feueraxt. Noch nicht gelernt. Ich könnte sie bauen. Ich habe sogar noch die Teile. Ich darf sie nicht. Aber ich hasse es. Was fehlt dir denn? Stein! Ach du Jemine, sowas Einfaches. Hab ich vergessen. Nein! So. Ich habe das Gefühl, wenn man vorwärts läuft, dass man mehr Damage macht. Kann mir nie helfen. So. Dann lass uns schauen. Guck mal, eine Krankenschwester, die müssen wir noch down machen. Och, das war doch jetzt. Mein Gott, nee. Dann kommt so nah, dass sein Kopf der halbe Monitor ist. Dann treffe ich auch. Autsch. Es fehlt ein Stein.
Dann darf ich eine neue Axt machen. Wir haben auch so, außerdem noch gelevelt, wie die Bekloppten. Wir sind schon Level 14, echt? Krass. Da, ein Stein, da liegt er. Mal, gib mir eine neue Steinaxt. Oh. Wo bist du jetzt? Steinaxt? Da. Werfen wir dich raus. Fupp. Und nochmal eine 100er neue Steinaxt. Für den Start gar nicht so schlecht, oh. Mülltonnen. Ich will mich mal durch. Man weiß ja nie, wo was liegt, ne? Man weiß es wirklich nie. Nein, nein. Es könnte der Luxusgegenstand hoch 3 hier drin sein. Wow, ich soll mich ja mehr auf die Quest konzentrieren. Aber man, ich bin immer so schön abgelenkt. So. Zappeli, zappeli, zapp. Naja, ja, klar, ist natürlich gesperrt. Wahrscheinlich war ich schon drin, aber ist egal. Fupp. Wow, das sieht ja echt toll aus. Ja, wir sind ein bisschen stuhlfixiert. Oder wir machen einen Stuhlgang. So. Aber die übersieht man halt gerne als Ressource, ne? Das ist halt ganz normal. Und Wasser kochen wäre jetzt auch mal super schlau. So. Was ist das denn? Ein Wasserturm haben wir da, ne? Also da waren wir doch gar nicht drin. Das sollten wir eventuell mal ausprobieren. Jetzt so eine Tür einzukloppen wäre natürlich Blödsinn, weil man kommt ja vielleicht dadurch die anderen Materialien, wie die hier. Na, okay. Das ist... Was? Wie viel Verarsche ist denn das? Habe ich nicht eine Pickaxe? Irgendwie so ein Müll-Pickaxe-Ding? Da. Ach, wisst ihr was? Komm, raus damit. Wir finden schon was Vernünftiges. Bam, 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 bam. Boah, du, es geht aber ab wie Schmitz Katze, gerade wegen... Wegen Temperatur. Boop. Okay, das ist nur ein Ausguck. Hä? Scheiße, was mache ich jetzt hier oben? Was ist das für ein Blödsinn? Trinken. Boah, ich überhitze gerade massiv. Yucca. Yucca-Saft, da ist er. Kühlt. So. Oh, oh. Ich bin natürlich nicht allein hier. Oh, ist wirklich hin und auf. Ich dachte, er wäre down. Okay, machen wir mal langsam. Oh, der Flitzebogen ist super toll. Oh Mann, wenn man damit schießen könnte. Zwischen den Zombies durch. Mein Gott, nee. Ey. Ecke. Ecke getrieben. Zombies wach. Na, seid ihr denn schon alle wach, Zombies? So. Geschossspitzen. Oh Gott. Oh, ein Ferrader. Bob, bob. Danke nochmal, Alinchen. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Und das war ein Level Up. Also das war's schon wert. Mechanical Parts. Sehr geil. Wir haben mal lange, lange nachgesucht. Aber das hat sich in dieser Staffel etwas beschleunigt. Coffee, okay. Mein Gott, ich höre nur Zombies. Ich höre durch überall Zombies. Mal viel Wasser nehme ich mal mit. Ein Bild nicht, nein.
Okay, ist nix. Ich habe Schrotflintenmunition, aber der Schrotflint ist schlapper als eine Steinaxt. Also das finde ich ein bisschen seltsam. Ach, dieser Raum da, ja. Schraubenschlüssel, wie wär's damit? Ja, da komme ich ja noch nicht dran. Das dauert x Milliarden Jahre. Das ist anstrengend hier. Ich weiß, ich könnte es zerlegen. Ah, das macht, hat hier keinen Nährwert, ne? Das ist völliger Blödsinn hier drin. Ich hab, war einfach in der Hoffnung, dass da was Fettes passiert. Tut's aber nicht. Okay. Wasser. Ich muss Wasser kochen. Was war das denn? Voller Leck. Also 14 Pfeile noch. Mr. Beamter. Steuerfachangestellter. Ja, ich habe auch Papier oder Dollar in der Tasche. Witzigerweise. So, was sollte ich jetzt machen? Ich bin jetzt ganz aus dem Konzept. Also wir haben Blei und sowas. Also wir müssen mal nach Hause. Wo ist zu Hause? Wo ist zu Hause? Mal wieder einen Rhythmus finden. Heute Freitag. Oh, ich bin so, finde das so geil, dass es Wochenende ist. Ich muss viel lernen, aber es ist halt viel besser, wenn man morgens nicht aufstehen muss, obwohl ich Samstag tatsächlich aufstehen muss. Eine Wachabteilungsbesprechung muss ich noch. Aber ich könnte mich ja abmelden, aber ich will ja hin. Das ist das Doofe. Da muss ich ja morgens dahin. Aber passiert. Ist nicht so schlimm. Dafür macht man das. Dafür lebt man ja. Ne? Wenn wir nichts machen würden, würden wir nicht leben. Also irgendwas habe ich schon wieder abgeschlossen, halb. Gut, Bett. Wir gehen mal dahin. Wir kommen jetzt mal ganz konzentriert. Blei vor allen Dingen. Einschmelzen. Was ist ein 26er Knüppel? Ne? Was willst du denn damit? Oh. Ja, die brauchen wir selber nicht für mehr herstellen, was wir gesammelt haben. Ist das supi. Ein Tier wäre jetzt einfach was Edles, ne? Aber es gibt kein. Ich habe jetzt auch meine ganze Munition verschossen, ne? Ja. Dann jage ich nicht mit dem Pfeil und Bogen. Ich jage grundsätzlich keine Tiere mit Pfeil und Bogen, was einfach Schwachsinn ist. Das rennt weg und du rennst in 8 Stunden hinterher. Wenn ich jetzt Singleplayer machen würde ohne Video, würde ich es machen, aber nicht in ein Video. Dann dauert ein Tier eine Folge lang. So. Ich liebe diesen Bunker. Ich liebe ihn. So, ich brauche mal Blei. Und eine Batterie, bla bla bla. Blei, bla bla, da. Ich glaube, ich habe mehr als... Nö, so viel ist das gar nicht. Gegenüber schmelzen die Ofen schmelzigerweise was hin. Und der brennt einfach nur... Auch mal 15 Blei nur, ernsthaft. Iron hat er auch noch. Ich muss mal gerade mal gucken. Guck mal, so ein Holzknüppel. Der verbrennt nicht. Ich werfe den weg. Radkappe verbrennt. Das wird Blei, aber das haben wir ja schon. Brass. Habe ich doch hier drin. Okay. Das Fass hier. Achso, ist voll. Blei Penny. Hast du gerade gesagt, er verbrennt? Bug? Nö, ne? Immer mal Blei rein, ihr Lied. Es ist ja gut, wenn beide. Egal, wir werfen immer alles sofort hier rein, wenn das voll ist. Ach, der hat nur Stone, okay. Kriegst du noch Stone? Du bist Stone. So, 17 Stühle. Viel Spaß. Mit den 17 Stühlen hat zeitlich gar nichts verändert. Messing. Er tut's nicht. Er brennt nicht. Okay, verstehe. Brennt der andere auch nicht? Weil der hört doch erst an. Doch, er brennt. Der brennt wie die Hölle. Okay,
Zwei Öfen. Ich werde an der Stelle einen Cut machen und die Folge morgen ab 17 Uhr weitermachen mit der Nacht. Mal schauen, es wird ein bisschen anders gemacht als in der Staffel 2. Liegt aber auch so ein bisschen gerade am Rhythmus bei mir. Wir sehen uns dann. Bis dann.